Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stalker Clear Sky. So, Dala, es ist jetzt glaube ich schon ein ganzes Monat oder ein bisschen über einen Monat her, seitdem ich eine Let's Play Episode hochgeladen habe. Und ja, ich habe zwei Bulletins oder drei Bulletins gepostet auf YouTube, wo ich erwähnt habe, dass ich einfach auf der Uni momentan so verflucht viele Prüfungen habe. Ist ja auch Ende des Semesters natürlich. Und ja, ich bin einfach nicht dazu gekommen, irgendetwas aufzunehmen. Naja, das soll sich jetzt ändern. Jo, wir machen einfach mal da weiter, wo wir aufgehört haben. Das heißt, wir sind im Agroprom-Forschungsinstitut, also kurz gesagt Wächterzone. Und als nächsten Auftrag haben wir müssen hier mit dem Professor Sakharov reden. Ja, dazu, bevor ich mich da jetzt in das Gebiet begebe, möchte ich erstmal noch sagen, dem einen oder anderen wird es vielleicht aufgefallen sein, dass ich mir hier noch im Banditengebiet nicht alle Artefakte geholt habe. Hat einfach damit zu tun, dass recht viele Psi-Anomalien sind und, naja, das weniger, aber es sind einfach recht starke Anomalien und Säure-Anomalien etc., wo es mir einfach noch an nötiger Ausrüstung fehlt. Das heißt, die hole ich mir später. So, im Wächtergebiet habe ich, glaube ich, alle Artefakte geholt, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, so, jetzt aber endlich zum, ich weiß jetzt gar nicht, wie das Gebiet hier heißt. Ich nenne es jetzt dieses Zombie-Gebiet. Wie jeder von euch kennen, der Shadow of Chernobyl gespielt hat, hier werden sehr viele Zombies auftauchen. Und bevor man sich hier in dieses Gebiet begibt, vor allem auf Meister, sollte man Munition aufstocken. Ganz, ganz wichtig. Verdammt, verflucht, nochmal viel Munition. Das heißt, wenn wir jetzt hier ins Inventar schauen, ich habe hier etwas Ammo gekauft, 5x56er Patronen. Für, wie heißt das Gewehr nochmal, für die TRS 301. Das heißt, ich habe 811 Schuss davon, 215 Panzerbrechende und dann noch etwas Scharfschützen-Ammunition für die Winter-PC. Yo, sollte eigentlich reichen. Sobald ich mich hier hinbegebe, werden hier regelmäßig Zombies spawnen. Und das werden irgendwann dann so viele Zombies werden, die spawnen nämlich hier und wandern immer hier schön und her und tun dann dieses ganze Lager da auslöschen. Das heißt, wir müssen versuchen, die Hauptmission, den Hauptquest hier in diesem Bereich, so schnell wie es nur geht, und ich meine wirklich so schnell wie es nur geht, also total im Rush-Modus, einfach nur durchrushen bis zum geht nicht mehr, das einfach wie am schnellsten zurückzulegen. Das heißt, ich werde mich jetzt einfach hinbegeben, werde hier an den, hier dürften Banditen sein, ja, und hier sind Zombies. Ja, ist ja richtig, da werde ich mich einfach hier so irgendwie vorbeibegeben oder einfach hier so. Und sobald ich wieder hier, also sobald ich da im Zombie-Gebiet bin, werde ich die Aufnahme dann fortsetzen und euch zeigen ungefähr, wie man das macht, einfach so total im Rush-Modus. Oder ich werde, was eigentlich noch wesentlich gescheiter ist, einfach hier hin so rennen, nach Yanta, genau so heißt das Gebiet, sollte ich eigentlich wissen, werde hier spawnen und dann so schnell wie es nur geht hier hinrennen und die Quest annehmen. Das heißt, bevor ich da jetzt anfange noch mehr Scheiße zu reden, und das interessiert wahrscheinlich eh keinen, oder ist wieder einfach langweilig, tue ich jetzt genau an dieser Stelle die Aufnahme abbrechen und sobald ich in Yanta bin, tue ich die Aufnahme wieder einschalten. Das heißt, bitte dranbleiben, Leute, bis gleich. So, Dala, ein sonniger Tag, geschätzte 28 Grad, im Schatten draußen, und wir zocken Clear Sky. Was gibt es Schöneres? So, wir sind hier in Yanta angekommen, und ich werde jetzt einfach mal da hinrushen zum Professor. Anomaliemäßig, glaube ich, sollte es hier jetzt in dieser Umgebung momentan nichts geben. Okay, und da sehen wir schon die ersten Zombies, Lager der Wissenschaftler. Ja, wir werden natürlich versuchen, keine Munition an denen zu verschwenden, sobald es geht. Wir haben da eh drei Leute, die sich brav und tapfer der Zombie-Invasion entgegenstellen. Oder es sind noch sogar noch mehrere. Egal, auf jeden Fall, wir werden unsere Munition, nicht auf die Zombies verschwenden. Müssen wir anscheinend machen. Weil die Zombies droppen keine Ammo und es spawnen immer mehr von den Wichsern. So, ich merke, ich kann schon so gut wie überhaupt nicht mehr zielen. Und ich würde es auch irgendwie freuen, ja genau, wenn der eine oder andere von denen sterben würde. So, Dala, wo ist denn die? Wo ist denn? Ich sehe die schon fast gar nicht mehr. Möchte da aber auch nicht zu nahe rangehen. Weil sonst werden die natürlich auf mich das Feuer eröffnen. Komm schon, Headshot, Headshot. Ja. Gar nicht so einfach. Ich merke, ich habe
Ich habe es total verlernt, Stalker zu spielen. So, und da haben wir noch einen verfluchten Wichser, der sich hier dem ganzen Feuer in den Weg stellt und meint, er schafft es trotzdem. Wo, ah, da ist der Hampelmann. Und da ist er auch schon, na? Okay, nicht tot anscheinend. Und es verbleibt ein weiterer, den ich momentan nicht sehe, oder, aha, der zappelt da sogar noch. Okay, die dürften jetzt alle erledigt sein. Ich versuche gar nicht erst die Leichen zu plündern, da ich weiß, dass da so gut wie überhaupt keine Ammunition drinnen ist. Und das lohnt sich einfach nicht. So, okay, da ist noch ein so ein Penner. Den ich da... Der anscheinend mehr Schüsse aushält, als ich dachte. Und wir wollen uns dann noch... Oh, scheiße, scheiße, scheiße! Boah, habt ihr das auf der Minimap gesehen? Ach, du verfluchte Scheiße. Ich habe wirklich verlernt, muss ich sagen, Soccer Clear Sky zu spielen. Also ein Monat Soccer Clear Sky Pause, das tut mir nicht gut. So, das Lager haben wir jetzt erfolgreich verteidigt und wir rushen los zum Professor. Wie es schneller, wie es nur geht, ja. Schon praktisch im Lichtgeschwindigkeitstempo. Nee, kleiner Schwert an Seite. Was? Professor, komm her, beweg den Asher. Asher? Na komm schon, alter Mann. Da kommt er schon. Na, sieh einer an. Ja, bla bla bla. Uninteressant, wir müssen ihr natürlich helfen. Verschwand im nordwestlichen Teil der Finde den PDA, okay. Bitte komm uns mal wieder besuchen. Jo, munitionsmäßig brauche ich dann nichts und ich mache mich schon wieder auf den Weg. So, da raus aus ist ein Drecksloch. Und ich würde sagen, ja genau, ihr seht ja schon, da spawnt schon die nächste Welle und Ziellager der Wissenschaftler. Das heißt, wenn man das, wenn man da nicht weiß, dass da unendlich viele Zombies spawnen, dann ist man so richtig im Arsch. Aber da wir natürlich die Pros sind und wir wollen ja wissen, wie spielt man dieses verfluchte Spiel auf dem Schwierigkeitsgrad Meister durch, ja, wissen das natürlich, ne? Das heißt, wir nützen diese Scheiße gleich aus, tun Quicksaven und bewegen uns Richtung, ja, dort einfach nach hinten. So, dann tun wir auch schon unser Nachtsichtgerät einschalten. Haben wir einen Energy Drink, den nehmen wir natürlich. Der ersetzt zwar nicht das Bier, das wir hier auf unserem Tisch beim Let's Play stehen haben, aber besser als nichts. So, okay, den tun wir jetzt gekonnt ausweichen. Und jetzt sollte eigentlich auch gleich die Radioaktivität etwas zunehmen. Beziehungsweise Anzeichen von Psi-Strahlung sollten sichtbar sein. Nämlich etwas Brainfucken werden. Ich glaube, das ist einer... Nein, ist es nicht. Einfach eine Gruppe von Mutanten. Jo, jo, jo. Und das ist die Scheiße. So, welcher von denen ist jetzt der echte, ne? Jo, das ist jetzt natürlich mehr als beschissen. Okay, einer von den Wichsern ist schon an mir dran. Und ich sehe fast gar nichts mehr. Und die Hunde greifen mich an und scheiße, scheiße, scheiße. Verflucht nochmal, Alter. Scheiße hier, Leute. Ey, ich habe keine Ahnung, wo der echte ist. Ich habe echt keine Ahnung, wo der echte ist. Ist der tatsächlich hier? So, da gibt es aber eine Möglichkeit. Man nimmt da einfach sein scheiß Messer in die Hand und versucht diese Biester so irgendwie wegzutöten. Und irgendwie will es nicht klappen. Da hier unendlich von diesen scheiß... Ja, genau! Ja, genau. Und dann kommt auch noch Game Over dazu. Jo, das war jetzt ein richtig großer Fail, möchte ich mal an dieser Stelle sagen. Das heißt, wir tun natürlich Quickloaden. Ja, die Situation ist mir momentan voll außer Kontrolle geraten. Ich hatte
Einfach das Problem, dass immer mehr von diesen scheiß Klonen da gespawnt sind und... Und ich habe keine Ahnung, verflucht nochmal, wer wo der echte Penner ist. Ja, es ist wirklich zum Verzweifeln. Es ist... Ja, und ich schon wieder bin ich tot. Ja, das bringt mich aber doch irgendwie zum Verzweifeln, oder es ist scheiße. Ja, wie werde ich das jetzt eigentlich machen? Granaten habe ich... Habe ich da welche? Obwohl, wenn die auf mich zu rennen, dann ist das auch keine gute Idee. Nee, was werde ich machen? Ich werde quicksaven und ich werde das jetzt einfach so probieren. Und wenn ich es dann geschafft habe, dann gebe ich euch einfach Bescheid. So, bis gleich. So, lala, irgendwie schaffe ich das Ganze nicht. Das heißt, ich werde jetzt einfach die einfachste Methode machen. Dreimal in einem Satz einfach gesagt. Sehr schön. Ich hole mir einfach den PDA und verschwinde, was das Zeug hält. Da haben wir die Leiche, da haben wir den PDA und da machen wir uns aus dem Weg. So, lauf, 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 lauf. Jo, anscheinend sind die Stalker da auch schon an den Hunden verzweifelt. Und da kommt schon die nächste Zombie-Horde und ich hoffe irgendwie, ich schaffe es, tatsächlich bei der Basis zu sein. Oh scheiße, da ist ja wieder die nächste Zombie-Horde. Und ihr merkt, da explodiert schon wieder eine, naja, wie soll ich das sagen? Was explodiert da eigentlich? Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall hört sich das so an wie eine Psi... Emission oder einfach eine normale Emission einfach und ich laufe da jetzt gerade irgendwie um mein Leben, verfolgt von diesen scheiß Klonen, die ich jetzt hoffentlich